So, wuseln wir mal hier rum. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Guten Tag, guten Tag. Tote Orks habe ich schon mal gefunden. Das ist sehr schick. Hätte ich hier auch irgendwie rumkommen können? Ne, gut. Dann ab über Brügge. Oh! Ja! Guten Tag, meine kleinen Freunde! Ah, schon alle? Ah, super. Ich finde diese Grotz voll cool. Die sind so schnell kaputt. Naja, was soll's. Kommt man sich ein bisschen vor wie Thor, so mit diesem blitzenden Hammer und... führen in die Untergeschosse der Einrichtung. Und hier ist unser Eingang. Wo man auch hinschlägt mit diesem Hammer, da wächst echt mal absolut kein Gras mehr. Geronimo. Hätte es lustiger gefunden, wenn man sich auf dem Hintern gesetzt hätte und darunter gerollt, gerutscht wäre, aber naja, man kann ja alles haben. Ja, ich will Orks. Und warum ist meine Rüssi wieder so sauber? Ist ja eklig. Guten Tag. Bam. So. Kapitel 10. Haus der Geheimnisse. Was ist da drin, Inquisitor? Oh ja, nur ein paar Verteidigungsanlagen. Was bedeutet ein paar, Inquisitor? Hauptsächlich Servogeschütze. Um Orks zu eliminieren? Aufgestellt, um alles zu eliminieren, was unglücklicherweise in ihrer Nähe kommt. Ich würde ihm jetzt gerne den Hammer so roms. Naja, schade. Dann passen wir auf, wenn hier Geschütze stehen. Schade. Hätte ja sein können, dass man hier irgendwas aufkloppen kann. Oh, da ist eine Tür. Auf geht's durch Dürgen. Guten Tag. Ah, das geht da nicht lang. Da hinten blinkt Munition. Wächtergeschütze voraus. Ja, danke. Wow. Die machen bösen Aua. Dann müssen wir auf... Oh, genau. Da muss ich jetzt aber leider den Hammer wegtun, weil ich dann lieber einen Vergelterwerfer nehme. Ach! Hier, was ist das? Chimäre? Ne, nicht Chimäre. Chimäre war das... Ach, wie heißt das? Das ist doch dieser unten... Na, ist egal. Fahrzeug halt. Da ist wieder meine Energieaxt. Und ich möchte Laser gegen Vergelterwerfer austauschen. Genau. Wir bleiben aber mal bei Bolter fürs Erste. Ich komme echt nicht drauf, wie das Dingen heißt. Basilisk ist diese riesige Haubitze gewesen. Chimäre war das Flammenwerfer-Ding, meine ich. Lemon Russ war der große. Und wie hießen die Transporter? Basilisk? Ne, Basilisk war doch jetzt der... Ey, ich habe keine Ahnung. Das ist alles schon wieder so lange her. Ja. Wir nehmen den Vergelterwerfer. Oh. Oh. Implementierung der Sicherheitsprotokolle erfordert Autorisierung. Ah, fail. Gut. Huiuiui. Raketenwerfer! Verarsch mich doch, ey. Kann ich bis nach da hinten? Gut. Dann gehen wir nochmal eben Munition auffüllen. Die Geschütze kommen hier nur langsam voran. Wir müssen sie alle ausschalten. Das kann ich vom zentralen Sicherheitsraum aus erledigen. Dann sollten wir uns dorthin begeben. Ich möchte Munition für die Vergelterwerfer. Geht das nicht? Ich kann einen Stalker-Bolter, Laserkanone. Toll, dann habe ich nur noch 6 Schuss. Ist ja öde. Achso, Tür öffnen. Go, go.
Dann müsste doch jetzt hier alles down sein, oder? Aber ich brauche eigentlich nur zwei für so ein Geschütz. Warum habe ich denn für das hier unten 3000 Schuss gebraucht? Naja, gefühlt 3000. Eigentlich waren es, glaube ich, nur. Weiß ich nicht. Abriegelung aktiviert. Da ist ein... Oh. Oh, groß. Wer? Tür geht zu. Okay. Da hinten ist noch eine offene Tür. Ist das da hinten ein Geschütz? Ich weiß es nicht. Ich komme gerade voll. Das sieht aus wie zwei schwere Bolter. Ja. Da oben ist auf jeden Fall ein Servo-Schädel. Wow, wow, wow. Was haltet ihr denn mal von chillen, Leute? Boah. Tot. Das war so klar. Ja. Ja, wenn man sich wieder dumm anstellt. Hauptsache mal reinlatschen. Wird ja schon nichts sein. Also in der Mitte ist ein Dingens und... Abriegelung aktiviert. Mal vorsichtig. Wo war das jetzt? Oh! Schafft das, ich treffe das Ding. Nein, ich treffe das Ding. Ui! Das ging ja mal voll daneben. Dann... So, hinüber. Das habe ich so cool gemacht. Und das sind definitiv schwere Bolter. Aber wo hat denn das andere jetzt auf mich geschossen? Ah, Panik. Ah, da. So. Dann ist das da drüben definitiv ein Bolter, aber noch nicht aktiviert. Das heißt, wir müssten mal so einen Schritt ran. Los, geh an. Oh, was denn, wo denn? Alter Schwede. Ja, sicher, sicher, sicher. Alles klar, alles klar, alles klar, habe ich gesagt. Danke. Ich hätte gerne mehr Munition. So, ist jetzt Mario gut? Och, nö, was denn? Ja, sicher. Ja, sicher, steht doch alle im Weg. Ihr seid solche Idioten, wisst ihr das? Auf was? Uah! Haha, ein paar Abwehrmechanismen. Kriegst du doch die Krise hier echt.
Oh, Munition. Ich bleib trotzdem mal bei Plasma-Pistole. Was haben wir denn da? Benzintank. Na. Kabön. 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 So. Boah, Alter. Und da ist das zweite Ding. Na komm. Haha, die habe ich gegeben. Das mit einer Plasma-Pistole. Ach so, wenn das Ding angekommen wäre, hätte ich die Teile. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, ich muss ja immer auf alles schießen, was rot ist. Hm. Servus, Schädelchen. Guten Tag. Transmechanicus Petronius. So finde ich es einfach. Die Orks haben meinen Dienst in Chaos verwandelt. Jetzt kriege ich nur noch Notsignale. Die Xenos sind hier. Der Wohnblock brennt. Und heute bestand Transmechanicus Alrik darauf, dass ich jeden planetaren Verteidigungsposten kontaktiere. 100 Stationen. Er wollte es nur nicht selber machen. Keine Station hat sich gemeldet. Als ich ihm das sagte, rannte Alrik weg. Keine Anerkennung. Keinen Dank. Schätze, nicht einmal eine Ork-Invasion kann manche Leute ändern. Ja, der ist einfach nur unfreundlich. Deswegen ist er weggerannt. Nicht irgendwie, weil er Panik hatte, er könnte sterben oder so. Nö, der ist einfach nur unfreundlich. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Ah, hier werden bestimmt die Servitoren... Oh, Mami, Mami, nein, 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 nicht im Auf und nicht, ey. Ich sollte mal in Deckung gehen, weil ich gleich wieder mal im Wash bin. Ach, ich habe doch Muni bekommen. Haha. Ich bleib bei meiner Plasma-Kacke, die ist cool. Was? Ultramarines. Die Logikmaschine glaubt, wir sind entkommene Xenos. Im Nebenraum befindet sich ein Steuerpult. Ich muss dorthin, zum Abschalten. Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns doch dahin.